War der Tod von Ivana Trump ein Unfall oder war es ein Verbrechen? In welchem Zustand wurde sie gefunden, nachdem sie eine Treppe hinuntergestürzt war? Wohin wollte sie in den nächsten Wochen gehen, wenn sie nicht zu früh gestorben wäre? Hier sind die herzzerreißenden Details. Nach ihrem plötzlichen Tod am 14. Juli 2022 ließ Ex-Ehemann Donald Trump Ivana auf den sozialen Medien einen Tribut zukommen und teilte die schockierende Nachricht mit. Er schrieb: "Ich bin sehr traurig, allen, die sie geliebt haben, und das sind viele, mitzuteilen, dass Ivana Trump in ihrem Haus in New York City verstorben ist. Sie war eine wunderbare, schöne und erstaunliche Frau, die ein großartiges und inspirierendes Leben führte." Wie die Polizei gegenüber AP News mitteilte, wird derzeit noch untersucht, ob es sich bei Ivanas Tod um einen Unfall handelt oder nicht. Sie wurde bewusstlos in ihrer Wohnung aufgefunden und nach Angaben der New Yorker Feuerwehr wurde sie bei ihrer Ankunft für tot erklärt. CNN berichtete auch, dass die New Yorker Polizei keine kriminellen Handlungen im Zusammenhang mit Ivanas Tod feststellen konnte. Sie eilten zu ihrem Wohnsitz, nachdem sie einen Alarm über eine 73-jährige Frau, die bewusstlos und nicht ansprechbar ist, erhalten hatten. Obwohl es nicht so aussieht, als sei Ivana durch ein Verbrechen ums Leben gekommen, fanden die Behörden sie in einer erschütternden Lage vor, als sie in ihrem Haus eintrafen. Die Polizei untersucht derzeit, ob sie die Treppe hinuntergestürzt ist, aber Personen, die der Verstorbenen nahestanden, die anonym bleiben möchten, behaupteten gegenüber AP News, dass ihr Tod ein Unfall war. Ursprünglich wird jedoch davon ausgegangen, dass sie einen Herzstillstand erlegen ist. Über Ivanas Gesundheitszustand vor ihrem Tod ist nicht viel bekannt, doch Quellen verrieten der New York Post, dass es ihr in den letzten Jahren gesundheitlich nicht besonders gut ging, ohne jedoch eine bestimmte Krankheit zu nennen. Noch niederschmetternder ist die Tatsache, dass Ivana vor ihrem Tod ihren ersten Urlaub seit Jahren antreten sollte. Ihre Freundin Nikki Haskell erzählte Page Six, sie wollte morgen nach Saint-Tropez fahren. Das sollte ihre erste Reise seit der Pandemie sein. Sie hatte Angst, sich mit dem Virus anzustecken. Sie war meine beste Freundin. Ich traf sie an dem Abend, an dem sie Donald Trump traf. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie fabelhaft sie war. Einfach eine großartige Freundin und die erstaunlichste, inspirierendste Person. Die Nachricht von Ivana Trumps plötzlichem Tod im Alter von 73 Jahren schockierte die Welt. Eine Quelle teilte der New York Post mit, dass ein Angestellter in Ivanas Haus in der East 46th Manhattan sie am Fuße der Treppe entdeckt habe und die Behörden angerufen hat. Und zwar, Zitat, gegen 12.40 Uhr. Newsweek berichtete, dass eine Stellungnahme des New Yorker Gerichtsmediziners ergab, dass Ivana an stumpfen Schlagverletzungen des Oberkörpers infolge eines Sturzes starb. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention, CDC, sterben jedes Jahr 64 von 100.000 Senioren an den Folgen eines Sturzes, womit Stürze die Hauptursache für verletzungsbedingte Todesfälle bei Menschen über 65 Jahren sind. Die CDC berichtete über einen Anstieg der sturzbedingten Todesfälle bei Senioren um 30% zwischen 2009 und 2018. Sie verbinden die Todesfälle mit, Zitat, Risikofaktoren wie der Verwendung von Medikamenten, die das Sturzrisiko erhöhen können, oder einer schlechten Kraft und einem schlechten Gleichgewicht. Nikki Haskell teilte mit, dass Ivana in den letzten Monaten sich zunehmend isoliert habe. Haskell sagte, dies sei auf Ivanas Schwierigkeiten zurückzuführen, mit dem Tod ihres Ex-Mannes Rossano Rubicondi umzugehen und auf ihre Angst, sich mit Covid zu infizieren. Haskell gab dies in einem Interview mit der Morgensendung Good Day New York des Senders Fox 5 am Tag nach Ivanas Tod zu. Sie ist nirgendwo hingegangen oder hat irgendetwas getan. Sie hatte solche Angst, krank zu werden, dass sie sich sehr zurückzog. Haskell gab zu, dass sie über das Ableben ihrer engen Freundin so geschockt war, dass sie den Verlust noch immer nicht verarbeiten konnte. In ihrem Interview mit Good Morning New York sagte Nikki Haskell, dass sie mit Ivana Trump kurz vor ihrem Tod noch eine SMS geschrieben habe. Die Prominente teilte mit, dass sie sich auf ihren bevorstehenden Urlaub in Saint-Tropez freute, da Ivana, Zitat, seit dem Ausbruch des Virus eingesperrt war und sich nicht mehr aus dem Haus traute oder jemanden traf. Haskell sagte über ihre Freundin, Ivana war größer als das Leben. In der Zwischenzeit haben Familie und Freunde Ivana in einer Flut von Würdigungen geehrt. Ivanka Trump veröffentlichte eine rührende Hommage an ihre Mutter auf Twitter. Sie fügte ein bezauberndes Foto der beiden hinzu, auf dem sie zusammen zu sehen sind, und schrieb, ich bin zutiefst bestürzt über den Tod meiner Mutter. Mom war brillant,
charmant, leidenschaftlich und wahnsinnig witzig. Sie hat das Leben in vollen Zügen gelebt und nie eine Gelegenheit ausgelassen, zu lachen und zu tanzen. Ich werde sie für immer vermissen und die Erinnerung an sie immer in unseren Herzen bewahren. Eric Trump äußerte sich in einem weiteren Posting. Unsere Mutter war eine unglaubliche Frau. Eine Kraft in der Wirtschaft, eine Weltklasse-Sportlerin, eine strahlende Schönheit und eine fürsorgliche Mutter und Freundin vereint waren. Er lobte die Überlebenskünste seiner Mutter und bemerkte, dass sie, Zitat, vor dem Kommunismus geflohen sei und dieses Land umarmt habe. Er würdigte Ivana auch dafür, dass sie ihren 3 Kindern und 10 Enkelkindern Mut und Härte, Mitgefühl und Entschlossenheit beigebracht habe.